Nicola Kiefer, Marc-Kevin Göllner und Magnus Larsson. Diese drei Männer sind keine unbeschriebenen Blätter. Immerhin stehen mit ihnen 28 ATP-Titel und mehrere olympische Medaillen auf dem Platz. Doch diesmal wird nicht auf den großen Bühnen der Welt aufgeschlagen, sondern in der Waldschulallee Berlin-Grunewald. Denn die Mannschaften des SCC U40 und U50 absolvierten ihre Punktspiele gegen den Schenefelder TC und die U50 gegen den TSV Sasel. Ich bin vorgestern erst angekommen hier in Berlin, habe noch mal gestern einmal gut trainieren können hier auf Sand und habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt, gut gespielt und die erste Runde ist auch ganz gut gelaufen. Ganz gut lief es in der Tat für die Tabellenführer aus Berlin, denn bereits nach 6 Einzeln und dem Stand von 5:1 war der Sieg in der Tasche. Der Silbermedaillengewinner von Athen Kiefer konnte sich in seinem Match gegen Wolfgang Winkler durchsetzen und gab dabei nur ein Spiel ab. Auch im Doppel an der Seite von Jens Thron lief es gegen die Gäste aus Schenefeld tadellos. Am Ende steht 1:2. Da sind wir jetzt wahrscheinlich für die Final Four qualifiziert, für die deutschen Meisterschaften. Und da werden wir dann alle Kräfte bündeln und hoffentlich, nachdem wir 2019 schon Deutscher Meister geworden sind, das nochmal wiederholen können. Um die Deutsche Meisterschaft spielen wollen auch die Herren U50. Obwohl der Schwede Magnus Larsson und Marc-Kevin Göllner ihre Einzelmatches gegen Roman Grotelo und Dmitri Poljakow aus der Ukraine gewannen, ohne einen Satz abzugeben, machten es die Hamburger den von Verletzungspech geplagten Gastgebern nicht leicht. Mit 4 Siegen konnten sie in den anstehenden Doppeln leichter aufspielen als die Berliner. Zwar konnten Larsson und Göllner mit ihren Doppelpartnern Christopher Blömmeke und Burkhard Scholz noch 2 wichtige Punkte sammeln, doch das reichte leider nur für ein 4:5. Natürlich ist es unser Anspruch zu gewinnen. Wir haben jetzt eine Woche, um uns auf das Match vorzubereiten, um zu trainieren, unsere verletzten Spieler wieder fit zu kriegen und dann werden wir sicherlich gewinnen. Aber eine Chance gibt es noch, denn bereits nächste Woche steht das Rückspiel der beiden Teams an. Und dann wollen die Herren U50 in alter Stärke ihr Ticket für das Final Four buchen. Die Herren um Nicola Kiefer dürfen ebenfalls nächste Woche Samstag wieder ran. Dann geht es gegen den DTV Hannover. Die Kinder haben ein bisschen Tennis gesehen, haben, glaube ich, einige Autogramme von Nicola Kiefer sich abholen können, von Magnus Larsson. Insofern haben sie sportlich, glaube ich, einiges geboten bekommen. Und jetzt geht es dann noch mal ein bisschen Party machen, ein bisschen tanzen, ein bisschen Spaß haben. Und auch das nächste Highlight steht bereits vor der Tür. In einer Woche schon bestreiten die Damen in der zweiten Bundesliga das erste Heimspiel der Saison gegen den Club an der Alster. Dieses wird gefolgt vom großen Sommerfest. Dann zwar nicht mehr mit Kiefer, Göllner und Larsson auf dem Platz, aber mit mindestens genauso viel Klasse.